der Flugplatz ist eines Lagers für die Kleinergeisterstadt. Und so zogen beide neue Mieter ein, die Wohnsiedlung am Bodenbettchen und die Wohnsiedlung am Wasserturm entstanden. Entlang der Bodenzeit siedelten sich verschiedene Firmen und Dienstleistungsunternehmen an. Im Auftrag des Landes Brandenburg wünschte ich vor weiteren und verkehrteren Unterschriften die Schaffung des Industrie- und Sondergebietes Niederösterreich. Und natürlich war es nicht. Je nachdem, wer sie denn macht, der hat, bringt dann seine Gedanken, ja, seine Ideen ein. Nee, das ging mir jetzt bloß um. Ja. Sie müssen sich mal vorstellen, da hatten die ja die Frauen noch einen Dutt. Ja, ach so. Wo hatten die den Dutt? Drunter oder hier unten? Ja. Also unter der Haube oder unter den Haarpartien? Ja. Ja. So, dass die wir wollen mal hochgehen zum Zimmer. Vorhin hat jemand gefragt, ob wir schon mal. Man kann ja bei euch bestimmt was kaufen. Allerdings schwitze ich euch jetzt hier vor den Augen hier nochmal. So, dann noch nicht fertig, oder? Ja, ich kann nicht da rein. Angeführt oder einfach kein Muster da rein. Dann nehmen wir das mal. Der ist sehr schick, der ist ja noch nicht mal frei, der Titus. Und dadurch kann man sehr wenig Druck arbeiten und das jetzt wirklich mal abrutschen. Und dann das ist dann eine Veränderung, dass man hat die gesagt, nein, das geht nicht.
genau, die gehört zur Flügelhaube dann dazu. Da gibt es ja diese Flügelhaube. Und bei die ältere Form. Dann liebes Publikum, die betrachten Freunde, liebe Gäste. Jetzt geht es hier weiter auf unserer Hauptbühne. Nehmt also wieder Platz. Die betrachten Freunde in der oberen Etage, die waren so begeistert bei den Tänzen. Man zieht es euch glaube ich an. Ja. Und auch wir unten hatten sehr viel Spaß bei den 5 Minuten schnell Lerntänzen. Ja, wir dachten, okay, ihr braucht jetzt 10 Minuten, aber es war trotzdem okay. Wir waren alle total in Bewegung, wir sind enger aneinander gerückt und das war ja eigentlich Sinn und Zweck der hinteren Wolke. Wir wollten ja enger zusammenrücken und uns ein bisschen näher kennenlernen. Aber jetzt ist wieder der Punkt, wo wir sagen, unsere Gruppen, die zu Platz gekommen sind, möchten sich auch selbst präsentieren. Und als nächste Trachtengruppe wird jetzt die Trachtengruppe Ländchen aus Wandis hier oben die Bühne erobern, lassen sich unterhalten mit sehr schönen Tänzen und einem herrlichen Gedicht von Rita selbst. Von Rita? Nein, Rita? Habe ich nur gedacht, habe ich mir wahrscheinlich so vorgestellt. Viel Spaß jetzt mit der Trachtengruppe Ländchen. Ja, liebes Publikum, wir bedanken uns erstmal bei den Trachtenrollen für die heutige Einladung. Wie immer, es ist schön bei euch zu sein und die Trachtenrollen freut sich auch das Publikum mal, das Ländchen so ein bisschen vorzustellen. Ich sehe gerade, es sind vielleicht auch was im Ländchen da oder was im Ländigen. Bei uns gibt es ja in dem Bereich Schöne Walde, gibt es auch das Ländigen. Also das ist so der kleine Fleming oder das Kleinste, und ich sage, beim Kleinsten fängt ja auch die Liebe an. Und ich denke mal, unsere Frauen, die versuchen das auch auszudrücken, indem sie mit ihren Füßen träumen. Und wir möchten euch jetzt mit unseren Tänzen einfach in unsere Träume versetzen. Und ja, danke schön nochmal für die Einladung und ich wünsche jetzt recht viel Spaß mit der Trachtengruppe Ländchen. Und sie fangen gleich mit einer kleinen Polka an. Und ich denke auch, bei einer Polka kann man ganz gut träumen. Recht viel Spaß bei der Holzpolka und der Trachtengruppe Ländchen. Aber irgendwie, wie es Säumen hat, hat auch wirklich
So, also haben wir jetzt mal die Kompetenz geträumt und früher so. Ich denke mal, es hat schon Spaß gemacht. Trachtkutter hat man auch gemeint. Sie waren so richtig, ja, viele haben vielleicht schon einen Schwiegersohn. Als nächstes haben wir eine Tanze, die heißt ganz einfach Lachs. Und da wünsche ich jetzt genauso viel Spaß wie beim Schwiegersohn. Und ja, natürlich, das war ein Konvention und die tollen Herr Kapellmeister aussehen. Der macht seine Sache mal auf gut schon heute Abend. In diesem Sinne, recht viel Spaß bei dem Tanz von Rest und der Schachtelbeleidigung. Bitte schön. Jemand in der Gruppe, das ist ein Mädchen, die träumt auch. Und sie hat so viele Träume und sie hat geträumt über das da drunter. Und jetzt kann sich jeder selber irgendwo was denken. Ich denke, für mich ist das da drunter unten links. Oder oben links, sage ich mal. So, was sich Juliane dabei gedacht hat, über das da drunter, das kann sie, keiner kann das so schön vortragen wie sie selber. Und deswegen bitte ich jetzt Juliane, die Kreis aus unserer Gruppe, nach vorne und die darf hier die vortragen. Bitte schön, Juliane. Ja, danke, wie bereits erwähnt, ich träume so vor mich hin, ja, über Unterwäsche. Deshalb heißt das Gedicht auch über das darunter. Erstmal gucken wir, ne? Sparsames Mädchen, ich habe ein Sparstück, klar, ich freue mich so viel von dem guten roten Rollstuhl. Und jede Kraft hat natürlich auch so eine kleine Wundertasche. Und in dieser Wundertasche ist alles drin, was man braucht. Auch der Text. Über das darunter. Ob es regnet, schneit oder die Sonne lacht, wir tragen gerne unsere Tracht. Die Schürze, sie leuchtet grün schon von Weitem, so soll uns stets die Hoffnung begleiten. Rot wie die Liebe ist unser Rock, den kennt man bis nach Güterburg. Immer fröhlich, immer munter und immer mit dem Höschen runter. Die Wurzel ist,
gar keine Frage, eine echte Trachtenklimaanlage. Ist es windig, frisch und kalt, hat man warme Beine bald. Strahlt die Sonne, ist es heiß, saugt das Höschen weg den Schweiß. Egal welches Wetter uns Petrus macht, wir fühlen uns wohl in unserer Tracht. Dankeschön. Danke, Julia, ja, hast du fein gemacht, denke ich mal. Und es ist immer schön, wenn man über das darunter reden kann und noch besser, wenn man es fühlt. So, da wir eigentlich ein kleines Ländchen sind, haben wir jetzt einen Tanz mitgebracht, der heißt ganz einfach die lange Reihe. Und weil Juliana auch so klein war, haben wir gesagt, eine lange Reihe passt auch zur großen Juliana. Und ich wünsche euch jetzt recht, recht viel Spaß. Ja, wir wollen uns nochmal zum Abschluss recht herzlich bedanken. Das ist nämlich unser letzter Tanz, dass ihr so aufmerksam dabei wart. Ihr macht ein tolles Publikum und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann genauso gesund und munter, wie wir uns heute gesehen haben und so fröhlich vor allem und mit so viel Spaß irgendwann wieder. Bleibt schön gesund oder werdet es die Trachten und Berlin sich sagt Tschüss und auf Wiedersehen mit unserer Langreihe. Bitteschön, Herr Kapellmeister und viel Spaß mit der Langreihe. Thank you.
nochmal für die herzliche Einladung. Und wir haben zwei Tänze mitgebracht. Einen werden Sie ganz bestimmt kennen, den anderen vielleicht nicht. Lassen Sie sich überraschen. Und ich danke für Ihr Zuhören und Zuschauen.
wäre als in unserem Handschuh. Ja, und jetzt bereiten Sie vor zu Ihrem Auftritt und ich denke, alle im Saal freuen sich schon sehr darauf. Es ist jetzt nämlich zum Schluss dran, der Fledingrein, also die Trachtengruppe Fledingrein aus Werbung. Und Sie werden jetzt hier sozusagen die Bühne erobern und Ihre Tänze hat der Andrea schon vorbereitet. Ja. Thank you.
Galoppede. Er ist vorwiegend als Begrüßungstanz gedacht, weil jeder ihn gerne betrachtet und guckt, wie hübsch er gekleidet ist. Wir werden versuchen, ob wir besser sind als die Fischerchöre. Ich
glaube, das schaffen wir. Wir haben ein Lied sozusagen dabei, da kennen schon zumindest zwei Gruppen den Text, nämlich die Tachyobelentchen und die Wiedergörser oder der Lübezer-Trachtenfreunde. Aber ich denke, es ist sehr einfach zu singen. Und das zweite ist ein sehr schönes Volkslied. Das heißt, es zogen auf sonnigen Wegen. Und jetzt kommt's, wir haben dazu einen neuen Trachtentext gemacht. Sodass man dieses Lied gleich nachher mit auf seinen Heimweg nehmen kann und eigentlich nochmal sagen kann, jawohl, es war sehr schön, es zogen auf sonnigen Wegen drei Mädchen in Trachten durchs Land. Und hier waren wohl weitaus mehr als nur drei Mädchen in Trachten. Yeah.
Da kannst du mal sehen, was so ein gutes Dirigieren ausmacht, nicht? Da kann ich spielen, was ich will, sie sind alle super hier. Herzlichen Applaus an Sie auch nochmal, Dankeschön, das war super. Und jetzt macht Martina weiter, ne? Ja, eigentlich du. Ich mach jetzt... Ja. Gedacht, also wer noch nicht den Kaffee getrunken hat und sich den Kuchen noch nicht angeschaut und gegessen und gekostet hat, der kann das gerne tun. Wir müssen schnell noch das Trachtenquiz auswerten. Und ich denke mal, das dauert so lange nicht, das kriegen wir schnell hin. Vielleicht können wir uns ein bisschen früher treffen. Wir hatten ursprünglich 16 Uhr für das gemeinsame Abschlussprogramm überlegt, weiß ich nicht. Halbe Stunde reicht, dass wir vielleicht 15.30 Uhr sahen. Wir treffen uns hier wieder zum Abschlussprogramm. Hinten werden dann nämlich ein paar Stuhlreihen rausgenommen. Der Jörg kann sich nochmal überlegen, ob er das mit dem Tanz hinkriegt, kriegt er bestimmt hin. Und dann können wir einfach nochmal eins der beiden Lieder zum Abschluss gemeinsam singen. Das wäre schön. Danke. Wenn ihr einfach auf dem Markt alle Lieder sozusagen der Fragebögen festgestellt, meine Güte, dann müssen wir doch öfter mal ein Quiz machen zur Tracht. Also wir hatten 38 Teilnehmer und von den 38 halten sich fest, 2 hatten nur alles richtig, 2. Jetzt ist meine Frage, sollen wir die Fragen nochmal durchgehen, dass jeder für sich nochmal überlegt? Ja? Ja? Na, hast du mal einen Bogen da? Gib mir mal den Bogen, der super schön. Ja. Also die erste Frage, also wir hatten 11 Fragen und für jede Frage, die richtig beantwortet werden konnte, gab es einen Punkt. Also 11 Punkte, logischerweise dann maximal Punktzahl. So, die erste Frage war, aus welcher Zeit stammen die ursprünglichen, die Ursprünge der heutigen Flemingtrachten, also so wie wir sie tragen? A um 1700, B um 1850 oder C um 1960? Also, ich muss gestehen, ganz viele hatten sich für 1700 entschieden, ist aber nicht richtig, 1850. Also, ich sage mal, man merkt sich immer an der Befreiungskriegszeit, 1813, so um 1850, so, das ist schon okay. Da sind die in der Form, wie wir sie hier tragen, dann auch entstanden. Jetzt kommt es, welche Rockweite haben die Trachtenröcke? 3,30, also 3,30 Meter, 2,50 Meter oder 5 Meter? 3,30, okay. Es gab schon Männer, die nicht in Tracht oder nicht zur Trachtengruppe gehören, die haben gesagt, da will ich nachmessen, das glaube ich nie, dass ihr hier 3,30 habt. Aber wir haben 3,30, weil wir haben nachgemessen und die Schneidermeisterin Gerlinde passt da auch verdammt auf. So, jetzt kommt eine ganz schwierige Frage, die haben ganz viele, viele, viele falsch beantwortet. Was ist ein Kerleken oder Kitterlken? Jetzt kommt's. Eine Unterhose, eine Schürze oder eine Bluse? Das sagen Sie richtig, genau. Ganz viele haben Schürze gesagt. Weil wahrscheinlich Kittel, Schürze, so irgendwo im Umgangsgebrauch so drin ist. Also ganz viele haben sich für Schürze entschieden. Das war dann leider nicht richtig. Warum wird bei der Flemingtracht zwischen einem roten und grünen Trachtenrock unterschieden? A. Es gibt keine Trachtenregel für die Rockfarbe. B, das hat mit dem Reichtum der Trachtenträger zu tun. Oder C, das hängt vom Lebensalter der Trachtenträger ab. Das Alter, genau, bestimmt die Rockfarbe, genau, richtig. So, und jetzt kommt eine Frage, da haben ganz viele auch falsche Antwort gegeben, das fand ich aber auch so süß. Gibt es eine schlechte Wettervariante, wenn es regnet für die Flemingtracht? Da hatten wir nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Nein, Pech gehabt, also es gibt keine, man wird halt nass. Oder B, ja, einfach den weiten Rock über den Kopf ziehen. Und das ist auch wirklich richtig. Die Marlies Koppehele könnte es glatt vorführen. Die macht immer, wenn wir mit der Tracht unterwegs sind, die Schlechtwettervariante, weil man hat ja eigentlich nicht nur das weiße Unterkleid darunter, sondern noch einen roten
leicht gewebten Rock. Und bei schlechtem Wetter kann man halt den großen Trachten noch drüber nehmen. Dann guckt nicht die Unterwäsche raus, sondern noch der rote Rock. Und es gibt eine Schlechtwettervariante für die Flemingtracht. So, dann die Frage kannst du natürlich oder du natürlich auch beantworten. Wie viele Flemingkönigin oder die wievielte Flemingkönigin wird am 23.06.2012 in Bad Belzig gekrönt? Die 13. Flemingkönigin. 13. Genau. Das ist auch richtig. Was ist ein sogenanntes Liefband? Die letzte. Gut. Was ist ein sogenanntes Liefband? Ein Schnürsenkel, ein besticktes Schmuckband in der Taille oder ein Strumpfband? Das mittlere, das Schmuckband in der Taille. Manfred, hätte dir das Strumpfband auch gefallen? Ja, gut. Marlies macht jetzt noch die Schlechtwetter-Variante, wenn du kannst. Bist du ausgerüstet? Ja, immer. Immer. Man weiß ja nie. So, und jetzt haben sie die Schlechtwetter-Variante. Weil Marlies trägt nicht nur einen weißen Unterrock, sondern auch immer noch einen roten. Wunderbar. So, wie nennt man den Teil des Rockes, der immer von der Schürze bedeckt ist? Hat Marlies auch dabei? Das ist ein Schmutzflecken, ein Geizflecken oder ein Sparflecken. Also wir sagen Sparflecken dazu und Marlies hatte ihn ursprünglich auch schön. Also es war ja Sackleinen oder ganz einfaches Material, was man sozusagen einsparte, weil der handgewebte Stoff war ja doch etwas teuer. Also ein Sparflecken, genau. Wie nennt man in Flemming die älteste Kopfbedeckung der Frauentracht? Die Flügelhaube, die Hille oder nur die Haube? Nee, die Flügelhaube. Die Hille ist die modernste Kopfbedeckung, weil es ist nämlich schwierig gewesen, die kleine Kappe, sag ich mal, die viele hier, zum Beispiel Karin trägt, das ist sozusagen nur ein Teil, die Flügelhaube, Marlies rennt wahrscheinlich schon die Flügelhaube holen, ist ja eine zweiteilige Geschichte, das ist ja wie so eine Art Stirnband und dieses gestärkte leinende Material, was gefächert wurde, das war natürlich erstmal von der Herstellung sehr schwierig, früher wurde es ja von einer Fachfrau an die nächste weitergegeben und so ist einfach die Herstellung schon schwierig gewesen, Schlechtwettervariante gab es auch nicht für die Flügelhaube und dann ist das einfach irgendwie aus der Mode gekommen, weil es so anstrengend war, die herzustellen. Marlies hat sie jetzt dabei, kleine Kappe drunter, Flügelhaube draufgesetzt und wie gesagt sehr gestärkt und in Form gebracht. Also die älteste Kopfbedeckung ist die Flügelhaube. Schätzen Sie bitte, wie schwer allein der Trachtenrock ist, von der Taille nach unten. 1 Kilo, weniger als 1 Kilo oder 2 Kilo. 2 Kilo wiegt der ursprünglich handgewebte 2 Kilo. So, die letzte wolltest du gerne vorlesen. Also nennen Sie, les mal bitte die letzte 11. Frage vor. Wie heißt ein traditioneller Trachtentanz in Flemming? A. Trachtenwalzer, B. Annemarie-Polka oder C. Flemming-Kreistanz? Das war schwer. Es gab auch Fleminger Kreistänzer dabei. Also nicht alle wussten die Annemarie. Super, danke Nancy. Ja, also das waren nochmal die Fragen. Und jetzt kommen wir zu den Preisträgern. Zu Annemarie Polka, weil ich vorhin Musik machen musste, durfte. Wenn Sie im Internet oder irgendwie nach Noten suchen sollten, suchen Sie nicht nach Annemarie Polka. Gibt es nicht das Lied. Das heißt eigentlich Liebchen AD in Klammern Annemarie Polka. Also es ist nicht so einfach und das Original wurde 1934 komponiert. So. Vielen Dank, Herr Lehrer Tesma, für die Theorie im Musikunterricht. Vielen Dank. So, jetzt zurück zu unseren Preisträgern. Also 38 haben sich beteiligt, 2 haben nur alles richtig, also 11 Punkte. Und dann hatten wir noch 7. Wir hatten noch 7, die nur einen Fehler, also 10 Punkte dann bekommen haben. Und so haben wir also dann insgesamt 9 Preisträger. Und die Nancy ist unsere Glücksfee. Sie zieht sozusagen, also die Damen oder Herren, die jetzt gewonnen haben, dürfen sich von den Präsenten selber vorne was auswählen. Und deshalb ziehen wir hier sozusagen die Reihenfolge aus. So, jetzt kommen die beiden, die alles richtig haben, die Reihenfolge dafür. Den ersten Preis erhält Günther Storbeck. Wo ist er? Wo ist der Günther? Günther Storbeck, ist der noch da? Nee, die sind abgefahren. Günther Storbeck gehört zu den Jüterbocker Flemingfreunden, jedenfalls ist er der Papa von Britta Storbeck, die Kinderbelustigung dort mitgemacht hat im Grünen Salon. Also der Günther kriegt dann was ab. So, dann lesen wir den zweiten. Nein. Helgrit Neumann. Helgrit Neumann. Ich? Ja, super! Aus Pablitz. Jawohl. Ja,
jetzt nehmen wir jetzt für den... Nö, gut, okay, da bleibt was übrig, okay. Einfach aussuchen, also wir haben Gutschein zum Essen und Bücher über die Tracht, über den Fleming. Also ein Gutschein zum Aufessen. Die Qual der Wahl ist hier ein bisschen schwieriger. Ein Fehler. Inge Linto. Inge Linto. Bitte nach vorne. Ah, da ist sie. Weiter geht's. Gisela Kirchner. Ja, ist die Gisela Kirchner da? Es gibt jetzt mal Stau am Buffet, hätte ich beinahe gesagt. Gisela. Ursula Gölling. Ursula Gölling, Frau Gölling. Gisela Koch. Ja. Habt ihr abgeschrieben? Habt ihr abgeschrieben? Doris Storbeck. Die Doris Storbeck ist praktisch die Ehefrau von Günther. Von Günther Storbeck. Die haben auch abgeschrieben. Der Mann war eins besser. Er hat sich nicht alles vorsagen lassen. Karin Dagel. Karin Dagel? Ja, aus. Bitte Straße 24. Dann haben wir noch. Andreas Schüler? Renate Bauer. Die kennen wir. Die gibt's. So, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt haben wir praktisch zweimal noch Familie Storbeck zu vergeben. Ich denke, das können die Hüterburger Fleming-Freunde vielleicht erledigen. In Witten, die. Was machen wir mit der? In Witten? Schicken. Wo ist denn überhaupt? Wo liegt Witten? Ist auf Süddeutschland, oder? Wo ist Witten? In Fünfung. Nordrhein-Westfalen. Naja, dann müssen wir das so machen. Also allen, die gewonnen haben, nochmal schön. Lasst euch das jetzt nochmal mit der Tracht richtig, lest euch das nochmal ordentlich an. Geht gemeinsam essen, wenn ihr die Gutscheine gewonnen habt. Und wir freuen uns, dass ihr alle mitgemacht habt. Ja, und mitmachen ist unser Stichwort.
rechts, fangen wir an, ja? Lauf rechts, 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 rechts. Und zurück. Jawohl. Jetzt kommt gleich die Selbststellstelle. Und rechts und rechts und rechts und rechts und links, links und links und links und links und rechts. Zum rechts und rechts und rechts und links, links und links und links. Und jetzt rein, 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 rein und raus, raus, raus. Im Fleming feiern können. Ganz besonders möchte ich mich bedanken, natürlich beim Team von Haus, das Haus, Andrea Schütze besonders genannt, mit ihren fleißigen Helfern. Bedanken möchte ich mich bei Andreas Tessmann hier, der, glaube ich, als Musiker und Musiklehrer überzeugt hat. Er hat von der alten Kollegin auch eine Eins bekommen vorhin. Hat sie mir jedenfalls gesagt, es war eine Eins, sei eine glatte Eins. Vielen Dank, Andreas, dass du uns wieder unterstützt hast. Vielen Dank auch an Thomas Rüdiger, der ist, glaube ich, nicht mehr da. Das war der mit dem Dudelsack und diesen 5 Minuten Schnelllernpinsen, fand ich auch ganz witzig. Der ist aus Seehausen und den treffen wir auch wieder, bei dem werden wir uns natürlich auch sehr bedanken. Bedanken möchte ich natürlich auch bei dem Team um Anke Busse, die wie immer hier die Versorgung im Haus gemacht hat. Es ist, glaube ich, keiner hungrig und durstig, der hier nach Hause muss. Genau. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Sponsoren, die gar nicht unbedingt heute hier sind, die uns aber zahlkräftig unterstützt haben, denn das hat schon hier rundherum auch ein bisschen was gekostet und das war es uns auch wert. Die Sponsoren wissen das, die umarmen wir später, den danken wir nochmal persönlich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen wunderschönen Sommer. Ich denke, das ein oder andere Volksfest werden wir wieder gemeinsam bestreiten, da trifft man sich einfach, da können wir ja dann wieder Tampe tanzen oder vielleicht es Zogen auf sonnigen Wegen singen, jedenfalls irgend sowas in der Art. Der Andreas hat noch was übrig und zwar einen Stick, der ist bestimmt vom Jörg und noch eine CD von einer Trachtengruppe und die Musik, die Holzlatschen, die nehme ich dann mit, die sind glaube auch nicht mehr da, die nehme ich mit. In diesem Sinne, alles, alles Gute, Ihnen liebe Gäste, kommen Sie gut nach Hause, das nächste Mal bringen Sie einfach noch ein paar Gäste mehr mit, hätten ein paar mehr da sein können, fand ich. Hatten Sie auch Spaß, auch ohne Tracht, ja?
dann freuen wir uns sehr. Einen schönen Sonntag noch Ihnen allen zusammen. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.